Ja, liebe Leute, grüßt euch, servus und habe die Ehre aus dem wunderschönen Bad Waldsee hier. Man mag es kaum glauben, aber heute früh lag hier noch richtig Schnee. Wir haben heute eine Special Mission quasi vor uns. Und zwar fliegen wir heute zu der Home of the C42, zu Comco Icaros fliegen wir heute nach Mengen-Hohentengen und werden dort bei einer Werksführung teilnehmen. Deswegen freue ich mich heute richtig, dahin zu fliegen und einmal zu schauen, wo denn überhaupt meine C42 hergestellt wurde. Wird auf jeden Fall ein spannendes Video. Bleibt dran bis zum Schluss, denn es gibt heute auch was zu gewinnen. Ja, liebe Leute, grüßt euch, servus, habe die Ehre hier aus dem Cockpit der C42 auf unserem kurzen Flug nach Mengen-Hohentengen. Mit dabei ist der Harald. Servus. Und der Harald wird mich heute ein bisschen unterstützen, wenn es ums Thema Filmen geht, dass ich eben auch ab und zu mal zu sehen bin, ob ihr wollt oder nicht. Kommt ihr nicht drum rum. Auf jeden Fall sind wir soweit fertig hier, ready for departure und ich würde sagen, los geht's. Schaut doch hervorragend aus, ne? Perfekt, treffen wir noch die Centerline. Und dann sind wir happy. So, jetzt mal hier abfangen und wir schweben aus. Wir schweben, wir haben stark mit. Wir schweben, wir schweben, wir schweben, wir schweben. Wir können so viel schweben noch. Wir schweben, wir schweben, wir schweben. Jawohl, war jetzt nicht die allerschönste Landung, aber mei, wir sind da, ne? War okay. Super. Geht vielleicht ein bisschen besser. Aber haben auch ein bisschen Wind, habe ich das Gefühl heute. Deswegen so weit, so gut. Mei, muss auch solche Tage geben, gell? So, jetzt tun wir mal die Bremse reinhauen. So, servus, grüßt euch. Ja, hallo. Hi. Servus, ich bin der Alex. Alex, Gerald. Gerald, hallo. Servus. Alex, schön, dass du da bist. Servus, sehr cool. Ja. Ja, wunderbar, schön, dass ich da sein darf, eure heiligen Hallen zu betreten. Und zwar eine Frage vorweg. Meine C42 ist ja Baujahr 97. Wurde die schon in einigen von diesen Hallen gebaut, oder? Jawohl. Ja? Die ist das eine von den ersten, die wir gebaut haben. 96 haben wir angefangen. Aha. Und ja, 97 mit der alten Nasenkante, die ist hier schon gebaut worden. Die ist hier schon gebaut worden. Die Hallen, sind die noch so ursprünglich wie damals, oder? Die eine Halle gab es noch nicht hier. Ja? Die kam später dazu. Und ja, die vordere Halle, das war eigentlich der Anfang von dem Ganzen. Wahrscheinlich habe ich die sogar gebaut. Ja, ja, spannend. Wie viele Maschinen werden hier jedes Jahr ausgeliefert? Also im Schnitt sind wir so bei 45, genau, 45 Stück teilweise, beziehungsweise da sind auch die Baukits dabei für China. Da liefern wir aber tatsächlich nur Kits hin, die dort selber zusammenbauen. Dann okay, auch. Ja, interessant, das wusste ich nicht. Also ich dachte wirklich, hier verlassen nur fertige Maschinen das Werk, aber dass eben auch Kitsätze verkauft werden zum selber zusammenbauen, war mir jetzt neu. Aber nur für den chinesischen Markt. Das nur dann? Für den chinesischen Markt, weil wir haben es jahrelang gehabt, gerade vornehmlich für den englischen Markt ist das angefangen. Aber das hat sich nachher für alle Parteien nicht so wirklich befriedigend war das dann doch letzten Endes nicht. Und die Chinesen, dadurch, dass sie jetzt natürlich auch mit uns ein Stück weit zusammenarbeiten, wollen die auch in China nachher eine eigene Produktion mit den Geräten aufbauen und dann auch vertreiben. Aber solange die noch nicht so weit sind, werden sie nach wie vor Kits kaufen und ja, und dann wir supporten die so gut es geht da drüben. Und ja, das funktioniert eigentlich relativ ordentlich bei denen. Wie viele Mitarbeiter arbeiten hier? Also hier sind wir 17 Leute. Aha. No, mit Büro eingerechnet und ja, und damit sind wir eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Also vom ersten Alurohr hin bis zur fertigen Auslieferung, was habt ihr so für eine Durchlaufzeit an der C42? Da sind wir so bei 4 bis 5 Wochen,
gerade auch mit den Lieferschwierigkeiten, die wahrscheinlich gerade auch jeder hat, gefühlt, ja, von GFK bis Alu. Ja, der Zulieferer, sage ich auch immer, ja, so gern. Und das frisst uns halt die Zeit sozusagen. Ja, das sind gefragte Rohstoffe, ne? Ja, zum Beispiel gerade Aluminium. Ja. Ne? Ja, das ist das Problem, was wir haben. Jeder natürlich hat. Und wir versuchen die Probleme, wie es geht, irgendwie aufzufangen. Aber ja, leider lässt sich das nicht immer kalkulieren. Mhm. Es kann sein, dass man Nieten bestellt, die dauern jetzt mit Lieferung KW44. Das glaubt kein Mensch. Also ist mal am Gucken, wo kriegt man denn das her? Aber das Problem haben wir alle. Und von daher müssen wir gucken, wie wir das zu handeln haben. Ne? Also es betrifft auch einfache Teile wie Nieten zum Beispiel, nicht nur komplexe Alu-Teile, sondern auch die einfachen Sachen. Das heißt, ihr habt auch eine parallele Produktionsstraße, also ihr habt mehrere, die quasi parallel gebaut werden, C42. Ja, würden wir am liebsten tun, so haben wir es immer gehabt. Im Augenblick sind es so, dass wir schon, wo es geht, immer Vorlauf machen, klar. Aber wir müssen halt sehen, dass wir die Komponenten nachher auch zusammenführen. Und da ist jetzt im Moment, sind wir, wie gesagt, am Kämpfen. Mhm. Normalerweise machen wir 2 Stück, 3 Stück zusammen, ja, und versuchen die dann eben am Ende des Tages eben auch rauszubringen. Okay. Ne? Ja. Da drüben im Endcheck sieht man, da stehen jetzt 2 drin. Hier vorne stehen auch schon wieder in der Halle, auch schon wieder 2 drin, die gescheckt werden müssen und die dann nochmal durchgegangen werden müssen. Wenn die jetzt zum Kunden ausgeliefert werden, werden die zum Kunde geflogen oder wie werden die ausgeliefert? Das ist unterschiedlich. Meistens ist es so, wir verkaufen ja über Händler. Mhm. Also wir haben ein Händlernetz überall und die werden dann überflogen. Ne? Entweder kommt der Händler mit dem Kunden, der Kunde kommt alleine, fliegt er nach Hause, den Flieger. Ja? Oder es kann auch sein, dass vielleicht von uns mal einer den rüberfliegt zu dem Kunden. Also das kommt immer drauf an, zumindest mal in Deutschland. Europaweit ist so, dass wir das meiste nach England beispielsweise mit LKWs verschiffen. Ja. Verfrachten. Ja, ein Stück eigentlich über den Kanal rüber. Ne? Ja. Und da geht das immer in peu à peu, in 2 Sätzen gehen die dann mit dem LKW rüber. Anlegen das Ausland auch. Wir haben auch schon nach Rumänien rüber geflogen. Mhm. Also machen wir dann auch. Schweden wird geholt. Ja. Finnland geht auch auf LKW. Und in der Regel in Deutschland wird eigentlich der Kunde das Flugzeug eigentlich. Okay. Ja, so. Auch ein schöner Service. Man fährt hierher und fliegt mit seinem eigenen Flugzeug nach Hause. Das glaube ich schon, was ziemlich cool ist. Ja, ist so wie bei der Neuwagenabholung. Ne? Alles riecht so. Noch frisch. Ja, schön rein, schön ausprobieren. Ja. Dann gib ihm. Darf man hier bei COMCO arbeiten, ohne einen Flugschein zu haben? Ja, klar. Das ist kein Einstellungs... Das ist kein Bus. Das ist kein Kriterium, wir haben sicherlich einige, die einen Flugschein haben, aber bei uns ist das jetzt nicht sozusagen nicht so, dass jeder einen Flugschein hat. Nee, so auch. Wenn jeder einen Flugschein hat, dann wollen sie alle fliegen. Genau, kann er mehr arbeiten. Ne? Also ich habe jetzt schon von der ein oder anderen C42 gehört, die über 8000 Stunden gelockt hat. Und das sind ja eigentlich Zahlen. Die kennt man eigentlich von anderen Herstellern, hört man die so gar nicht. Klar, die C42, die wird viel für Schulung eingesetzt. Ne? Und klar, Motor nach 2000 Stunden muss revidiert werden. Aber die Struktur an sich ist ja immer noch dieselbe. Was macht die C42 so einzigartig, so langlebig und so robust? Das hat einfach den Hintergrund, dass wir, ich sag mal, viel mit Rohrrahmen arbeiten, also im Alu. Und dass man sie halt einfach auseinanderbauen kann. Ja. Ne? Sie ist gut zu handeln und die Teile sind einfach zu tauschen. Und somit haben wir natürlich auch diese Langlebigkeit auf jeden Fall. Das heißt, du kannst halt wirklich gezielt, wenn du irgendwo einen Defekt hast, gezielt auf das Bauteil zugreifen. Genau. Und es eben dann tauschen, ne, je nach Bedarf. Genau. Die C42, die wird jetzt schon in der 4. Generation gebaut. Ne, man mag es kaum glauben, aber seit 1996, glaube ich, wird die hier produziert. Angefangen mit der A-Version, B-Version, dann die C-Version und aktuell ist ja die CS-Version, das aktuelle Modell. An was arbeitet COMCO zurzeit? Gibt es da irgendwie so eine Weiterentwicklung oder wie kann man sich das vorstellen? Ich würde sagen, wir arbeiten immer wieder ein kleines Stückchen mehr ein. Mhm. Momentan haben wir ein beleuchtetes Panel und ich würde sagen, das schauen wir uns mal an. Perfekt, super. Es ist also wirklich so, die Produktion, die wird verbessert, wird immer wieder Kleinigkeiten neu eingeführt. Genau. Aber jetzt nichts aktuell, wo man sagt, es wird jetzt ein neues Modell, kommt raus oder... Ich weiß nicht, was ich aktuell ist das nicht spruchreif. Ja. Klar, es ist natürlich immer was möglich, aber sicherlich nicht in den nächsten 2 Jahren, 3 Jahren, bestimmt nicht. Ist nichts in der Pipeline, wo man sagt, man haut da jetzt nächste Woche was raus? Ganz sicher nicht. Dann schauen wir uns das Panel mal an, oder? Alles klar. Ja, wie man hier sieht, das ist das beleuchtete Panel. Das wird auch schon so in Serie hergestellt.
Wir können mal gucken, wenn wir was anschalten, wird es grün. Das heißt, es ist an. Fahren wir mal durch. So, ne? Dann startet alles. Und sollte was nicht funktionieren oder irgendwas fällt aus, dann wird es im Hintergrund natürlich rot beleuchtet, damit man auch weiß, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Als Beispiel. Wie gesagt, wird schon so als Serie verbaut. Ist auf jeden Fall ganz hübsch, würde ich behaupten. Und das kann man so auf jeden Fall auch zubestellen. Wenn man überlegt, 1975 ging es los mit Drachen. Ich weiß, das wusste ich nicht, dass Comco schon Drachen gebaut hat damals. Ich dachte eigentlich, mit der C22 geht das Ganze los. So richtig, aber dass wirklich davor schon auch schon viel passiert ist, schon wirklich spannend. Und das war alles hier auf dem Werksgelände, wo wir heute sind? Nein, das war Drachen und auch Sherpa, das wurde in Aitling noch gebaut. Aha. Wir hatten da damals nur keinen Flugplatz und Schiffe im Gebirge bauen ist immer blöd. Und da mussten wir uns ja irgendwie mal, oder die Firmenleitung musste sich was überlegen, wie es weitergeht. Und dann musste man zu einem Flugplatz. Ne? Ja. Das erste Rettungssystem wurde von uns eingebaut eigentlich und auch ja, mit Mitarbeit von anderen auch entwickelt. Ne? Das war eigentlich das erste, zusammen mit Autoflug, das war das erste Fallschirmsystem an einem Ultraleicht, was da entwickelt wurde. Da hatte Comco damals ja auch die federführend waren sie mit. Ja, prima. So viel zur Theorie. Ich würde sagen, jetzt schauen wir in die Produktion rein und schauen wir uns mal an, wie so eine C42 gebaut wird. Ja, hier sind wir hier ein Versuchsträger. An dem kann man schon gleich mal erkennen, wie diese Struktur eigentlich aufgebaut ist, das Fahrwerk. Und man erkennt ja auch, wie einfach das alles montiert ist, wie schnell man auch Teile auswechseln kann, alles verschraubt. Also sehr einfach und sehr, sehr robust. Ja, hier haben wir unsere Rohre auf jeden Fall. Hier sehen wir die verschiedenen, beziehungsweise das vordere Flugrohr, das hintere Flugrohr für die verschiedenen Modelle, die wir anbieten. Tragflächenstützen, Querruder, Landeklappen. Leute, der Ursprung der C42 in einem Hochregal, ne? 4 Meter langes Alurohr, so geht's los. Hier machen wir unseren Kaffee, das ist eine sehr wichtige Maschine. Ja, hier ist unsere Bohrstraße, machen wir alle unsere Rohre. Bis auf 6 Meter Länge können wir in alle Variationen bohren, alle möglichen Winkel. Und hier haben wir die Rumpfrohre mal fertig gebohrt. Die werden dann hier mit den Beschlägen bearbeitet und fertig gemacht. Und dann gehen die rüber in die Produktion. Ja, hier ist unsere Avionik. Hier werden unsere Instrumente vorbereitet, wie der Kunde sich das wünscht. Und dann geht das in die Produktion vorne, in die andere Halle. So, jetzt sind wir wieder zurück in der Halle 1. An dieser Stelle werden die Fahrwerke aufgebaut, so wie wir drüben gesehen haben, Rumpfrohr. Die Komponenten werden alle angebracht. Das geht dann bis es fertig zum Motorstand aufgebaut wird. Rettungssystem kommt dann noch dran. Und sobald alles hier weit fertig ist, wird es geprüft und geht dann rüber in die Abteilung Motor. So, das ist ja der Hebel hier für die Landeklappen. Und da gibt es tatsächlich Leute, die bestellen sich eine neue C42 und verzichten quasi auf ein elektrisches System und haben noch diesen Fahrradhebel hier dran. Ja, das gibt es. Das ist teilweise bei den Flugschulen noch, die einfach dieses Handling einfach noch den Kunden anbieten wollen, damit die sehen, was für Kräfte wirken eigentlich auch wirklich. Und nein, das gibt es tatsächlich in Einzelfällen nur noch, aber das ist tatsächlich immer noch ein Punkt. So, jetzt haben wir die Räder sind dran, Scheiben sind dran. Jawohl. Nächster Step wäre dann Motor, oder? Die Vorbereitung, bevor der Motor eingebaut wird und wir noch gut rankommen, werden die ganzen Teile, die wir jetzt hier sehen, eingesetzt. Und nachher kommt dann jetzt die Hochzeit sozusagen, wo dann der Motor aufgesetzt wird auf diese Maschine. Und sobald alles angeschlossen ist, geht es dann weiter in die Endmontage letzten Endes, wo nachher das ganze Flugzeug komplett aufgebaut wird und anschließend dann abgeführt wird. Welcher Motor ist am gefragtesten? 100 PS natürlich, 100 PS, klar. Ja. 80 geht auch, aber wenig. 100 PS ist das Ding. Ja, ist Stand der Dinge, genau. Gerald, du hast schon nachher noch eine Kiste mit den Behringer-Bremsen fertig, gell? Ja, mache ich. Schenke ich dir auch.
Ja, wir haben jetzt, nachdem der Motor drauf ist, geht das dann jetzt in die Endmontage rein. Normalerweise ist die Scheibe schon dran, aber wir haben den jetzt vorgezogen. Und dann sind wir so weit, dass wir praktisch die ganzen Spanten setzen können. Wir können das Heckteil anbringen. Wir können nachher die Tragfläche anbringen, die da vorne schon gebaut ist. Und da vorne haben wir schon die Leitwerk eingefächert. Ja, die werden dann nach Kunden rausgenommen und installiert. Das geht recht flott. Und dann am Ende, wenn alles fertig ist, gewogen, gecheckt. Und dann geht das Flugzeug raus, geht rüber in die andere Halle. Und dort wird das dann vorbereitet für den Einflug. Und da schauen wir jetzt hin, oder? Nee, jetzt gehen wir einfach zur Fläche. Dann auf geht's zur Fläche. So, das geschulte Auge sieht, hier handelt es sich um eine CS, oder? Version? Genau. CS oder C-Version, die Tragflächen unterscheiden sich da nicht tatsächlich. Ja. Ja, vielleicht was zur Fläche. Es ist eine C-Version oder eine CS-Version. Wir haben hier die Nasenkante vorne drin für die Formgebung. Das war bei deiner ist es, soweit ich weiß, nicht mit drin. Ne? Aber die CS hat es natürlich, das gibt natürlich bessere Flugwerte auf jeden Fall. Ne? Bessere Geschwindigkeitswerte, bessere Gleitwerte und so weiter und so fort. Ansonsten die Tragfläche ist eine Bespannung, wie man sieht. Das ist Segelstoff, UV-geschützt zusätzlich. Und da sind die Segellatten drin. Kann man auch hier ganz gut erkennen. Und das Ganze ist natürlich ja, relativ starr, aber bietet natürlich auch eine gewisse Flexibilität, die man zum Fliegen auch benötigt. Das Grundgestell ist das hier, ne? Also relativ wenig drin, muss ja auch leicht sein. Das ist ja auch sehr wichtig. Und daraus formt sich dann das sozusagen. Also das ist dann, das wird dann bespannt, die Segellatten kommen rein. Und am Schluss wird alles noch geheizt, weil es soll ja auch schön auf Spannung sein und so wenig Reibwiderstand wie möglich haben. Ja. Genau. Ja, hier sehen wir jetzt einen C-Flieger zusammengebaut. Haben wir jetzt vorher nicht in der Produktion gesehen, beziehungsweise in der Endmontage. Aber so sieht er dann so gut wie fertig aus. Wir haben die Tragflächen montiert. Wir haben die Scheibe drin. Da haben wir jetzt die Kaulung nicht drauf. Da wird gerade geprüft, Motor gecheckt. Und am Schluss ziehen wir das ab und dann gibt es die ersten Probeflüge. Wir lassen den Propeller einlaufen, wuchten den und dann ja, kommt das erste Mal fliegen und dann ist er so gut wie auslieferbar. Und ihr macht ja dann sicherlich auch eine Endabnahme von dem Flugzeug, wird er dann auch einen Testflug dann wahrscheinlich haben? Genau. Und wie viele Testflüge hat man so pro Abnahme oder so? Das kommt tatsächlich drauf an. Generell einen, wenn alles super läuft. Es kann aber auch mal sein, die Maschine zieht ein bisschen zu weit nach rechts. Wir müssen vielleicht noch die Vergaser neu synchronisieren. Das machen wir nämlich alles in-house. Und da kommt es natürlich drauf an, was sind es für Fehlerquellen. Und je nachdem müssen wir natürlich testen. Mhm. Wir müssen natürlich auch ausrichten, wie fliegt er. Und ja, also ich würde sagen, so einmal im perfekten Sinne und das zweite Mal und vielleicht auch ein drittes Mal noch. Also sehr begehrter Job, Testpilot bei euch, oder? Wir haben einen bis jetzt. Aha. Und ich durfte auch schon mal mitfliegen. Okay. Und das macht einen heiden Spaß auf jeden Fall. Ja. Ja. Wenn man so selber an dem Produkt arbeitet und hockt später drin und fliegt damit. Das ist super. Natürlich hat man einen ganz anderen Bezug dazu. Ist ein klasse Feeling dann auch, ja. Ja. So, die Frage aller Fragen, kann man das so pauschal sagen? Was würde mich jetzt die C42 neu hier kosten, so wie sie da steht? Ja, das ist immer die Frage, was man für Ausstattung hat. Es geht also von netto etwa 75.000, geht das netto bis auf 105.000, 110.000, je nach Ausstattung. Wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt einen Einspritzer habe oder einen Verstellpropeller, dann gehen wir natürlich in diese Margen von etwa 140.000 hoch. Kann es gehen, ja. Aber generell so flugfertig mit Rettungssystem und allem drumheran, netto würde ich mal sagen, sind wir so bei 75.000, 80.000. Das ist mittlerweile also so. Kann man sagen 100.000, 120.000 und im Dreh rum mit Mehrwertsteuer. Ja, dann haben wir aber schon wirklich sehr, sehr gut ausgebautete C42, C oder CS, ja. Ja, liebe Leute, ein Hirn wie ein Sieb, unglaublich. Und zwar habe ich vergessen, euch in Mengen über das Gewinnspiel zu informieren, wo ich euch am Anfang versprochen hatte. Und zwar gibt es auf meinem Kanal das erste Mal was zu gewinnen. Und zwar hat Comco ein paar Tickets zur Verfügung gestellt für die Aero 2023. Und die würde ich eben gerne an meine Zuschauer weiterverlosen. Was müsst ihr dafür machen? Ganz einfach, schreibt mir einen freundlichen Kommentar unter mein Video mit dem Hashtag Aero 2023.
Und ich weiß nicht, wie viele Tickets es werden. Vielleicht so 2, 3, 4, mehr nicht. Aber immerhin. Und die werde ich dann verlosen mit dem Zufallsgenerator. Und ich werde dann auf euren Beitrag, auf euren Kommentar werde ich dann antworten, falls ihr der oder die glückliche Gewinnerin seid. Also viel Glück und macht's gerne mit. Und jetzt gibt's noch ein geiles Air-to-Air-Shooting mit dem Comco-Testpiloten. Also los geht's. So Leute hier, welcome on board der C42 zurück von unserem kleinen Ausflug hier. Ja, wir rollen quasi der Sonne entgegen hier, blendet ganz schön. Und zwar fliegen wir jetzt wieder nach Hause, nach Bad Waldsee. Und der nette Herr Comco-Mitarbeiter hat angeboten, dass wir noch ein kleines Air-to-Air-Shooting machen. Ich bin natürlich überhaupt nicht vorbereitet darauf. Meine große Kamera nicht dabei, habe auch meine Tür nicht ausgebaut. Das heißt, wir werden einfach mal gucken, was wir da so hinkriegen. Einfach mal noch ein paar schöne, bewegte Bilder zustande bekommen. Freue ich mich drauf. Er begleitet uns ein bisschen auf dem Weg zurück nach Bad Waldsee. Ist ein kleiner Hüpfer, 15 Minuten. Ich würde sagen, ab geht's. Gesehen, wie der abgedreht ist. Brutal. Alter. Also danke Jungs, bis zum nächsten Mal, ciao. Alex, war schön, dass du da warst. Bin gespannt aufs Video und euch noch einen guten Halbflug und bis zum nächsten Mal. Jo, danke, ciao. Ja, liebe Leute, der Abendsonne entgegen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat der kleine Ausflug gefallen zu Comco. Ich fand's mega spannend. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Macht's gut, Servus und Ciao.